Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer jetzt hoffentlich laufenden neuen Aufnahme von Minecraft Mage. Ich hatte gerade schon so zwei, drei Minütchen so vor mich hingequatscht und euch ein bisschen was erzählt. Wir befinden uns nämlich nur wenig zeitlich gesehen nach der Aufnahme vom Freitag mit dem Onkel Poppy. Und ich hatte schon mal ein bisschen was erzählt, wie es jetzt weitergeht und auch so ein paar Sachen gemacht. Unter anderem eben hier ein paar Provide-Siegel angestellt. Vier weitere davon sind auch schon dort, wo sie quasi hingehören, wo der gute Golem sie einsortiert hat. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wir hier schon mal die unterste Lage mit Siegeln versorgen. Das reicht genau aus. Und wir einfach schon mal beginnen, Dinge hier in die Dinge zu legen. Jetzt bin ich mir gerade unsicher. Filter, Options, Use from same Mod. Kann ich denn die Mod auch einstellen, welche Mod das ist? Single item only. Always leave at least one item. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Leave one item. Same Mod. Würde es helfen, wenn ich jetzt das da reinmache und dann hier zum Beispiel ein Blank Label reinmache und dann das Ding ist das Provide Siegel. Nee, also wir werden es chaotisch machen. Ich werde jetzt keine Kiste irgendwie Thaumcraft zuweisen oder so. Das geht sicherlich auch, aber ich bin mir nicht sicher wie und deswegen werden wir es jetzt einfach ein bisschen chaotisch halten und hier erstmal alles so reinballern, wie wir es gerade haben. Die Pfeile jetzt nicht unbedingt, weil ich die später nochmal unten benutzen will, aber sowas hier, nein, die will ich essen. Sowas hier können wir alles reinwerfen. Jetzt muss ich wirklich gerade mal gucken, ich habe echt viel im Inventar, was ich auch einfach gar nicht loswerden will gerade. Dieses aber vielleicht schon. Das Zombie Brain brauchen wir gerade auch nicht, ehrlich gesagt. Den Flint and Steel möchte ich gerne reparieren. Das soll nach unten wandern. Das dürfte vielleicht hier reingehen. Legen wir das mal alles hier beieinander zusammen. Den Chisel vielleicht hier hin. Und jetzt können wir mal ein paar Sachen aus dem Rucksack holen. Zum Beispiel den Schnee. Den, ehrlich gesagt, würde ich ganz gerne vorher in Blöcke verwandeln. Einfach wegen der besseren Lagerungsfähigkeit und geringeren Inventarplatzverschwendung. Ich finde es sowieso schwachsinnig, dass Schneebälle nur 16-fach stacken, dafür aber Schneeblöcke ganz normal 64-fach. Das ergibt für mich ungefähr überhaupt gar keinen Sinn, aber naja, was soll's. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht im eigenen Inventar mache. Ich weiß aber auch nicht, warum ich das jetzt geswitcht habe. Es macht irgendwie auch nicht so wirklich Sinn, das zu switchen. Naja. Ob ich jetzt hier oder da crafte, ist eigentlich völlig egal. Den Schnee kompaktieren wir gerade nochmal. Wir haben jetzt das Schlimmste geschafft, Leute, auch wenn das jetzt ein bisschen Klickerei ist. Ja. Dann können wir die Blöcke da einsortieren und alles andere, eben was wir im Rucksack haben, auch noch. Viele sind es nicht mehr, das kriegen wir alles in einem Rutsch. So, ich weiß gar nicht, wie es jetzt am schnellsten geht. Und so wahrscheinlich. Gut, hätten wir das auch erledigt. Rest aus dem Rucksack. Das ist alles Krempel. Das kann alles da drin wohnen. Zack. Dann ist auch der Rucksack mal wieder leer und in diese Eisen-Chests, da passt halt echt viel rein und wir können sie wirklich im Zweifel dann noch upgraden auf Gold-Chests. Und jetzt werde ich Folgendes tun und zwar in den Rucksack alles tun, was eben nicht weg soll. Ich werde den Rucksack hier in der Mitte ins Crafting-Feld legen und dann kann ich hergehen und mir das komplette Inventar einfach vollpimmeln.
zack, und hier die Sachen ablegen. Immer wieder mal drüber hovern, dass auch die Items gut gestackt sind. So. Und dann haben wir die erste Seite von der Chest schon leer. Das geht jetzt dann wirklich relativ zügig. Und ihr seht schon, dass dann wahrscheinlich auch, wenn die ganzen Kisten hier alle ausgestattet sind mit dem, was wir hier so erfarmt haben, nämlich diese Siegel, wenn die erstmal alle aktiv sind, dann wird auch das Lagersystem auf jeden Fall groß genug sein. Und ich habe auch schon halt eine Idee, wie ich die ganzen Farmen unten, die ja eigentlich so ein Lagersystem überfluten, beziehungsweise jetzt auch noch an den Drawern angeschlossen sind, wie ich die damit einbinde. Ich hoffe, ohne das ganze System zu sehr überzustrapazieren. Wie gesagt, ich gucke einfach in die Kisten nochmal rein und drücke den ganzen Kram da wirklich nochmal nach. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir möglichst viel stacken, was stackbar ist. Zumindest jetzt am Anfang, hinterher müssen wir es zwangsläufig einem System überlassen. Ich kann nicht einfach alles hier immer einsortieren. Dann habe ich beim Lagersystem nichts gewonnen. Es muss schon automatisch funktionieren. Irgendwie müsste ich doch noch ein paar Items haben. Genau da. Zack, und das reicht schon fast, glaube ich, um gleich herzugehen und den Rest von unten auch direkt alles umziehen zu lassen. Dark Gem. Da würde ich auf jeden Fall jetzt gerade nochmal gucken, weil Dark Gem bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da genau da was stacken können. Vielleicht geht man trotzdem dann einfach so her und versucht die Items hier rum zu stacken und nicht erst die neuen Kisten zu beladen. Zack, 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 da hat wieder was funktioniert. Das ist zumindest mal eine kleine Art von Sortierung. Wer sich fragt, was ich hier mache, ich halte Shift gedrückt und hover dann einfach mit gedrückter Maustaste über alle Sachen hin drüber. Und da scrollen wir ein bisschen weiter nach unten. Die ist ja jetzt noch nicht leer, oder? Ist schon leer? War das alles? War das wirklich alles? Dann gehen wir wieder an den Rucksack, holen uns den ganzen Bums wieder und bauen hier die Kiste ab, würde ich sagen. Und der Hammer hat bei der Colossal Chest nicht funktioniert, ne? Nee, weil es eine Axt ist. Versuchen wir es mit unserer Lumber-Ex. Genau, so war es. Die Lumber-Ex hat in ihrem Effekt nicht funktioniert. Okay. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht sollte ich das auch einfach nicht in der Folge machen. Ich glaube, das halten wir mal so, dass wir es nicht in der Folge machen. Das Ziel würde ich jetzt erstmal hier rein tun. Und du kannst hier nicht weitermachen, weil dir Permutatio fehlt. Genau, da waren wir stehen geblieben, denn Permutatio bekommen wir aus, weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Kupfer. Genau. Und dann müsste ich eigentlich, da ist nichts mehr drin. Auf die Treppe setzen wollte ich mich jetzt eigentlich nicht. So. Jetzt muss ich gerade mal selber noch schnell durchhavern, ob ich hier irgendwo Kupfer habe. Eisenerz. Das Ganze kann man natürlich auch noch sortieren lassen. Ist dann für uns gerade in dem Moment ein bisschen angenehmer. Aber was auch helfen würde, wäre einfach den Golem hierher zu holen und in seiner Bestimmung zuzuführen. Und genau das ist auch das, was wir jetzt machen werden. Damit das Lagersystem hier ordentlich läuft. Dich brauchen wir erst wieder, wenn wir Kupfer gefunden haben. Also brauchen wir dich vorerst hier. Und ich brauche meine Glocke und suche nach Kupfer. Kupfer Ore. Requeste ich mal alle 14.
Ich habe gesehen, es sind immer noch ein paar leere Stellen jetzt in dem Grid, aber das kann ich einfach nicht verhindern. Es ist auf jeden Fall, wird von ihm mehr gefunden als in der Chest, in der Giant Chest. Ups, und es ist 0 Uhr. Da müssen wir einmal den Server Restart abwarten. Es wird auf jeden Fall vom Golem mehr gefunden als in der Giant Chest. Das habe ich getestet. Und dann sehen wir uns gleich nach einem kleinen Schnitt wieder, wenn der Server neu gestartet ist. Also bis gleich. So, mittlerweile sollte der Server auch wieder soweit sein und wir gehen direkt zusammen, gemeinsam auf den Server, um eben zu schauen, wie wir jetzt weiterkommen. Ich muss mir ein bisschen merken, ich habe die Aufnahme jetzt einfach laufen lassen, da sind wir. Ich muss mir ein bisschen merken, bei was für einer Aufnahmezeit wir gerade stehen geblieben waren. Und das war jetzt dumm, denn jetzt haben wir wieder eine Menge Holz gefarmt, oder? So. Und ich habe hier so einen Spirit beschworen, glaube ich, versehentlich. Ja, macht nichts. Ärgerlich ist jetzt, dass ich mich nicht erinnere, wo ich eigentlich gerade hin auf dem Weg war, bevor ich dann angefangen habe, diesen Baum umzuschnetzeln. Und warum habe ich jetzt nur drei, hoppala, nur drei Setzlinge bekommen? Ne, drei fährt sich nicht an, dann kommt wieder so ein Idiotenbaum dabei raus. Die Spinne darf da gerne sitzen. Ach so. Oh, man gewöhnt sich nur sehr langsam daran. So, das Copper sollte da rein. Und ich habe übrigens, das stand auch schon mehrfach in den Kommentaren, ich habe es mal ausprobiert, ein Red Sand. Ich glaube, es wird aber ziemlich aufwendig, den ganzen Red Sand hier mit Blut herzustellen. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Also ich finde es halt eine ziemlich coole Idee, den ganzen Turm in Red Sand einzubetten. Aber da brauchen wir echt eine ganze Menge. Und dann, wir müssen mal schauen. Vielleicht mit Hoppern hier reinfüllen und man braucht ja nun wirklich nicht viel Blut für ein Red Sand. Weiß ich nicht. Also primär mache ich das erstmal noch nicht. Ich überlege mir das nochmal. Sagen wir so, ich überlege mir das nochmal. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee und ich würde es gerne machen, weiß aber noch nicht, ob mir das nicht wirklich echt zu aufwendig wird. So, das ganze Mana, wenn wir hier sowieso einmal stehen, dann schöpfen wir das auch gleich mit ab. Gucken mal, ob das Copper mittlerweile soweit durch ist. Wir sind ja schon im Sunrise. Dann, oh, wir machen gerade. Fuck, wir machen gerade Bronze, weil jemand hier seinen Scheiß drin gelassen hat. Tin. Okay, ist das wenigstens hier voll geworden? Oder nicht? Fehlt da jetzt irgendwie so ein little bit? Ein Copper-Ingot? Fuck it. Deswegen kann ich das nicht leiden, wenn in der Schmiede ewig was drin bleibt. Jetzt haben wir nur ein Copper-Ingot. Ich brauche Copper, um weiterzukommen. Ich kann mit der Bronze nichts anfangen. Und ich kann mir nicht mal mit dem einen Copper-Ingot eine Copper-Farm bauen. Und jetzt habe ich hier einen Copper-Block. Ja, komm, dann nutzen wir mal die Gelegenheit und gießen den ganzen Mist, den wir jetzt hier drin haben, mal ab. So. Ärgerlich. Scheiße, jetzt müssen wir Copper farmen oder was? Wir gehen mal schnell Copper farmen. Wo lässt es sich leichter Copper farmen als in dieser Kiste? Wunderbar. Hat er vielleicht ein bisschen Copper-Ohr noch gehabt, der gute Mann? Sehe ich jetzt gerade nicht. Wir nehmen einfach mal ein bisschen Copper.
Seid mir nicht böse, wenn ich mich da bediene. Ich weiß, die Map wird hochgeladen, aber ganz ehrlich, wer die Map dann runterlädt und Rohstoffe braucht und er würde gerne in Peters Turm spielen, dann kann man halt eben zu mir rübergehen, holt sich die ganzen Sachen aus den Inventaren bei mir. Ich werde noch ein Schild aufstellen, bevor ich das Projekt beende. Hier, wer Rohstoffe braucht, einfach bei mir holen. Und dann hat sich die Geschichte. Jetzt ist es natürlich so, dass ich noch mehr Kopper nehme. Aus einem ganz bestimmten Grund. Nämlich eins mehr. Und wir werden jetzt Folgendes tun. Wir machen mal spontan es so, dass wir versuchen, die Kopperfarm zu bauen. Crystal. Und da haben wir den Copper Crystal Seed. Da können wir beides nehmen. Da brauchen wir Nether Quartz, da brauchen wir Ember Shards. Alles kein Problem. Wir brauchen, lieber Golem, Nether Quartz. Die requesten wir mal. Und ja, manchmal gibt es halt Sachen, die kann er nicht erkennen, die sieht er nicht oder ich weiß es nicht. Hier, oder haben wir das ganze andere Quarzerz schon abgefarmt oder haben wir es woanders liegen? Ich habe halt im Moment gerade nicht den Überblick. Hier haben wir das. Hat er jetzt halt nicht gefunden, ne? Aber ich kann es auch nicht ändern. Ich weiß auch nicht, wie ich das verbessern soll. Wenn jemand von euch da eine Idee hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal ein wenig von dem hier abbauen mit unserer wahnsinnigen Super Geister-Pickaxe. Und da ist auch schon ein netter Geist, der uns eins mitgeben will. Ohrfeige, wo ist er? Hier Etage drüber oder was? Oder drunter? Oder hat er nur Magenschmerzen? Ah, da hinten. Irgendwas ist da. Wir sollten das auf jeden Fall zeitnah entzaubern. Das ist mir völlig klar. Gut, wir haben Nether Quartz. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Ember Shards. Ember Shards. 4. Danke sehr. Kannst wieder zurückgehen. Husch. Husch. Danke dir. Dann brauchen wir. Scheiße, wir brauchen unser Ritual. Was man aber auch alles immer braucht, ne? Ich werde ganz jeck hier. Okay, unser Ritual haben wir hier drin. Dafür brauchen wir. Wir sind ja Profis, wir machen das auf die Schnelle. Wir brauchen die Copper Cell, wir brauchen das Exchange Tablet, wir brauchen die Beam Cannon, wir brauchen die Pedestals, wir brauchen, muss ich gleich mal nachgucken, welche Aspekte. Wir brauchen Eisen- und Copper-Aspekte. Copper und Eisen. Und das war's, ne? Dann brauchen wir hiervon was. Die können da in Ruhe despawnen von mir aus. Lass mich mal lügen. Was hatte ich denn gerade gesagt? Das brauche ich auf jeden Fall einmal und das brauche ich einmal und das brauche ich auf jeden Fall zweimal. Gut. Sollte fürs Erste gut sein. Dann kommt hier die Copper Cell hin und ich brauche das auf jeden Fall noch mehrmals. Nehmen wir auch hiervon ein bisschen was mit und hiervon ein bisschen was. Stellen wir nämlich erstmal die Verbindung her. Zuerst mal kriegt die Copper Cell. Wenn wir dann noch den Hammer mitnehmen, ist alles gut. Diese Copper Cell kriegt Verbindung hierzu.
Und jetzt braucht die Copper Cell wahrscheinlich erstmal ein bisschen Ember. Ja, wenn man hier so im Umbau begriffen ist, dann ist das alles so ein bisschen, läuft ein bisschen schleppend. Und ein bisschen stockend. Und ich möchte jetzt gerade wirklich, dass da nichts hingeht, aber hier ordentlich was produziert wird. Können wir das haben? Perfekt. Alles nur in diese Copper Cell. Wunderbarski. Dann aus der Copper Cell soll gleich was raus. Das können wir schon mal powern. Und zwar gehen wir mal einfach hier oben hin. Hier wird es nicht bleiben. Keine Angst. Ich wollte es eigentlich direkt an die richtige Stelle bauen, aber naja. Du da. Du hier. Dann die Beam Cannon. Dann der Hammer. Zack, zack. Dann noch ein Block nebendran. Dann das. Dann das und das für Leute, die sich nicht auskennen, super Commentary hier auf jeden Fall gerade. Auch extrem verständlich, natürlich, wie man es hier gewohnt ist. Und wir brauchen einen Eisenaspekt, zack, und einen Copper-Aspekt. Das Ganze hat, weiß ich jetzt nicht, hat es schon Ember? Oder habe ich was falsch gemacht? Ich muss Power geben. Dann hat es Ember, dann brauche ich auch kein Gauge holen. So, dann hätte ich gerne in der Mitte Nether Quartz, auf zwei Seiten Copper Ingots, da und auf zwei Seiten Ember Shards, da und eben genau da. Dann müssen wir noch eben ein bisschen Asche holen gehen. Sollte kein Problem sein. Müssten wir noch ein bisschen was haben, nicht viel, aber das soll reichen. Wie viel Asche brauchen wir denn? Wir brauchen 2x48. Und unter Umständen noch mehr. Also sogar ziemlich sicher noch mehr. Wir gehen her und machen 48 da und 48 da und gucken schon mal, ob das vielleicht schon reicht, was wir an Ember gerade hier drin haben. Feuer. Das reicht auf jeden Fall schon. Dann gucken wir mal, was uns da jetzt an Aspekten noch fehlt. Beziehungsweise an Ritualasche auf den Aspekten noch fehlt. Ja, wenn es denn mal soweit wäre. Ist jetzt natürlich eine ganze Menge, was da abgepumpt werden muss, was hier so durchpulsiert. Guck mal, die Asche ist noch drin. Wir könnten auf jeden Fall in der Zwischenzeit das eine Copper Ingot schon mal unten reinschmeißen, wo es für vorgesehen war. Da. Nicht viel, aber etwas. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt dazu reicht, hier oben noch ein Siegel zu erzeugen. Hat es tatsächlich. Es hat dazu gereicht, hier ein Siegel zu erzeugen, aber der Golem ist fleißig. Ach, der ist jetzt hier extra runtergerannt. Tatsache. Auf den ist Verlass. Kommt er hier auch wieder hoch? Wenn ich ihm jetzt sage, hier, weiß ich nicht, Blaze Rod. Spawnt er dann hier? Der ist ja geil. Oder ist er jetzt so schnell? Obwohl, der kleine Mann ist schnell, ne? Der kleine Mann ist schnell. Sehr gut. Wir haben in Accuracy 1 bei Eisen und 2 bei Copper. Das heißt, wir brauchen auf Eisen. Wir hatten 48, dann brauchen wir 49. Und auf Copper hatten wir 48 und brauchen 50. Das kriegen wir gerade noch hin. Ich behalte den Müll trotzdem mal, um eventuell hinterher doch nochmal nachgucken zu können. Also, wo komme ich denn hier runter? Ich werde ja bescheuert. So, wir brauchen 48, 49 und 50. 1, 2, 3. So, 49 war bei Eisen, 50 bei Copper. Habe ich recht? Ich habe recht.
49 Eisen, 50 auf Copper und Power. Power. Gib, mach was. Ich werde ausgesprochen verbunden. Danke sehr, wenn du was machen würdest. Dann würde ich nämlich sagen, können wir noch auf die Schnelle schauen, wo dieser Block geblieben ist. Ashen haben wir gerade keinen da. Aber etwas anderes wollte ich gerne machen, und zwar einen Drawer bauen. Und zwar den Compacting Drawer. Dafür brauchen wir einen Drawer. Haben wir unten Pistons, Stone und Eisen. Pistons haben wir hier nicht drin. Stone haben wir hier drin, weiß ich ganz sicher. Und Eisen. Eisen haben wir auch hier drin, und zwar nicht zu knapp. Eisen brauchen wir aber nur eins. So, den Rest suche ich mir zusammen. Der Rest ist nämlich hier. Wir brauchen etwas Stone. Und wir brauchen einen Drawer. Irgendwo hatte ich einen Drawer gesehen. Das war jetzt nicht gerade das, was ich haben wollte. Ein Drawer, ein Drawer. Ein Basic Drawer. Und zwei Pisten. Dann lässt sich hier schon der Compacting Drawer bauen. Nicht? Fehlt noch irgendwas? Oder einfach nur falscher Tisch. Compacting Drawer. Wunderbar. Dann gehen wir an unsere Wand. Vorübergehend darf er da wohnen, der Compacting Drawer. Hier ist nichts drin. Dann stellen wir den einfach erstmal vielleicht nicht auf die Ebene, wo der Hebel steht. Damit genau das nicht passiert. Machen den Drawer dahin. Und jetzt sollte oben ein Kristall entstanden sein. Den nehmen wir uns. Und dann gehen wir her. Und ich glaube, Gold muss jetzt am wenigsten aufgefüllt werden. Zack, wir machen Gold da rein und Copper hier rein. Gehen hier hoch. Jetzt sind wir ganz oben. Das wollte ich jetzt nun auch wieder nicht. Nehmen den hier raus. Packen den Crystal da rein. Und wenn wir jetzt wenn wir jetzt den hier wieder aktivieren, dann müssten wir mal gucken, Schritt für Schritt. Perfekt, haben wir schon richtig getroffen. Denn die beiden anderen Farben habe ich jetzt ausgestellt, jetzt wird nur Copper hergestellt. Wir sitzen in der Wand. Jetzt wird nur Copper hergestellt und das dürfte dann auch relativ zügig gehen. Wir beschleunigen das, beziehungsweise wir halten das aufrecht, wenn wir jetzt nochmal kurz hergehen und ein bisschen Holzkohle farmen. Das darf da drin wohnen für die Zeit. Hilft aber nur was, wenn ich Bone Meal mitnehme. Bone Meal habe ich hier oben nicht mehr. Bone. Bringen wir mal die kompletten 20. Danke sehr. Tschüss. Du kannst wieder dahin gehen, wo du herkommst. So, jetzt haben wir schon echt wieder eine lange Folge. Aber ist auch einiges passiert in der Folge. Fetz. Ich möchte mit euch eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich weiß gar nicht, was das soll hier. So. Ein bisschen Kohle haben wir. Wir können hier rüber snippen. Zack. Und hier irgendwo unten steht noch die Truhe, mit der ich quasi Embers farmen kann. Kohle reinlegen. Zack, zack, zack.
das despawnen lassen. Und zum schönen Abschluss dieser Folge gucken wir uns noch ein Detail an, beziehungsweise etwas, was mich einfach interessiert. Aber ich befürchte, es wird einfach nicht so viel dabei rumgekommen sein, weil wir hier nicht in der Nähe waren. Und das ist ein bisschen schade. Aber wir gucken trotzdem, wie viele Level hier in unserem Brain in a Jar sind. Ach doch, so ein paar. Das ist auf jeden Fall okay. Das ist fair. Besser als nichts. Ich beklag mich nicht. So, innerhalb der Stadt kostet es ja keine Level. Da teleporten wir uns mal gerade wieder nach Hause und loggen uns aus. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Guckt bei den anderen Kandidaten mit vorbei. Alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und soweit ich weiß, jetzt auch wirklich, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt ist es auch wirklich so, dass die Liste aktualisiert wurde. Also insofern, guckt da mal rein. Da sind dann nur noch Aktive drin verlinkt. Sieht ein bisschen traurig aus, aber immerhin für euch übersichtlicher. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.